An allen Ecken und Kanten geht's hier gerade am Donetz wieder auf die Suche nach sibirische Plötze und Co. Und ich renne auch hier schon, ja, ich sag mal, seit mehreren Minuten rauf und runter und suche an verschiedensten Stellen die verschiedensten Spots ab, ob hier irgendwo ein bisschen was geht in Richtung sibirische Plötze. Guck mal, da ist sofort wieder was reingegangen. Perfekt. Und hier die Stelle sieht ganz gut aus. Also direkt wieder raus mit den Posen. Und ich habe hier gerade auch schon ein bisschen rumprobiert und bin auch schon länger hier an der Stelle. Hier geht einiges in Richtung sibirischer Plötze, aber auch in Richtung Rotfeder. Ich bin hier relativ simpel unterwegs. Wir schauen uns das Setup natürlich gleich nochmal an. Und für alle die, die lauffaul sind und ein bisschen ahnungslos, das Ganze ist auch hier zu Fuß zu erreichen ohne Boot. Also es ist nicht auf der anderen Uferseite. Ganz simpel. Gucken wir uns gleich natürlich an. Zack, die nächste. Was das Ganze hier wieder besonders macht und was das Ganze hier ganz entspannt macht, ich bin hier gerade wieder mit drei Posen, also mit drei Match unterwegs. Und das Schöne ist hier mit Schnurclip in der Strömung. Und zwar so, dass ich eben hier jetzt gerade den Schnurclip auf 5 bis 6 Meter gestellt habe. Und die Position jetzt ungefähr sollte ja die Endposition sein. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen näher dran. Sagen wir mal hier vor diesem Zweig, der hier ist, so ein bisschen weiter näher dran. Könnten die Posen ruhig stehen bleiben. Machen wir mal hier, wo das Auge jetzt ist. So in dieser Area. Da waren die meisten Einschläge von den Plötzen. Und dementsprechend muss ich jetzt gleich nochmal gucken. Vielleicht optimiere ich das auch nochmal. Da ist sie wieder dran. Aber es scheint auch hier so zu gehen. Gucken wir mal. Ich werfe einfach mal geradeaus raus. Und halte dann so ein bisschen mehr die Route nach links. Das war so ein paar Zentimeter wieder Gewinn. So. Und die hier auch. So. Oh, da ist, glaube ich, was dran. Nee, verscheucht. Was haben wir jetzt hier auf der? Machen wir mal nur 5 Meter den Clip. So, und dann auch so in die Richtung. Das muss gar nicht weit raus. So, was habe ich hier drin? Wie gesagt, den Schnurclip. Schnurclip sorgt dafür, dass die Schnur halt abgezogen wird bis zu einem Clip. Dann steht die Pose da jetzt im Clip gebremst. Sobald der Fisch kommt, jetzt gleich auf den blauen, löst sich der Schnurclip. Und die Pose treibt weiter. So, jetzt. Und in dem Moment können wir natürlich auch sofort anhaken hier und die nächste Plötze rausziehen. Das ist halt der Riesenvorteil, wenn man eine Stelle hat und merkt, oh, warte, genau hier, wenn ich hier Treibangeln mache, immer wieder an dieser Stelle ballern sie rein. Wenn man das raus hat, wenn man sieht, okay, es gibt so einen festen Spot, wo die reingehen, meist noch ein bisschen darauf achten, dass man ein bisschen davor die Posen platziert, denn die Fische, wenn die Posen oder die Köder durch einen Spot durchtreiben, spawnen ja irgendwo die Fische, das heißt, der Fisch kommt dann an und bis der dann am Köder dran ist, treibt ja die Pose noch weiter und dann schwimmt er ja erst dahin, beißt zu. Also man muss das immer noch so ein bisschen davor justieren sozusagen. Aber dann hat man hier, ich guck's dir an, wunderbar alle hier in einer Linie. Und es gehen auch direkt zwei Stück gleichzeitig hintereinander hier wieder rein. So schnell kommst du hier bald gar nicht hinterher. Auf Setup, wie gesagt, gehen wir jetzt gleich noch drauf ein. Oh, jetzt habe ich mich verklickt. Komm ran hier. Und das läuft hier mit den Plötzen. So soll das. So moog wieder. So, jetzt aber erstmal schnell wieder raus damit. Das Ganze im Blick behalten. Wir gucken mal kurz in den Kescher. So sieht es hier aus. Sehr, sehr, sehr plötzenlastig. Gewichtsmäßig 800 Gramm, 800 Gramm. Ist es okay? Ich bin, wie gesagt, mit einem 6er Haken hier. Es ist noch keine Trophy dabei. Es waren einige Rotfedern dabei jetzt in den Morgenstunden. Also ich teste hier schon knapp eine halbe Stunde jetzt hier an der Stelle. Vorher auch, wie gesagt, noch ein bisschen abgelaufen, die Area. Aber für eine knappe halbe Stunde mit 42 Fischen ist das schon ein richtig gutes Ergebnis. Kann man also machen. Vom Setup her gucken wir mal eben rein. Ich lasse das jetzt einfach mal eben so stehen. Nehmen wir mal hier die wichtigste Matchroute, also die absolute Empfehlungsmatchroute, die Rebellion Match mit Plus aufs Posenfischen, mit Plus
auf den Montagearm. Also, das ist doch sensationell. Und das Ganze hier nur mit Fluorocarbon-Schnur, 6,9 Kilo, 6er Haken drauf, Borkenkäferlarve, Eintagsfliege. Entweder Borkenkäferlarve oder Eintagsfliege oder am besten beides. Je nachdem, wie man das hinkriegt, was man schon kann, dann ran damit. Und das Ganze geht natürlich auch hier einfach mit der Stippe. Wir sind hier auf 70, 75 cm Tiefe. Das läuft also auch nochmal ganz gut. Zack, auf der 2. Jetzt ist er gehakt, jawohl. Komm ran hier. Na, der Barsch. Der ist aber auch recht selten. Und ja, im Idealfall kann man es hier auch einfach durchtreiben lassen. Wenn man nur eine Route hat, klappt das auch. Ich wollte mir ein bisschen Stress machen. Ich wollte ja auch ein bisschen Frequenz haben hier. Und dann merkt man aber auch, dass das geht mit dem Stress. Wenn man den haben will, dann geht das hier auch richtig gut ab. Ja, von der Positionierung auf der Map einfach hier neben dem Dorf eben rausgerannt und ziemlich genau hier auf dem Kreuz CD 2-3. Also wir sind hier quasi genau auf dem Kreuz, oder? Ne, ein bisschen höher noch. Aber hier in der Area kann man, glaube ich, kaum verfehlen. Hier oben ist der Shop, der Spezialshop. Also einfach direkt hier runter. Ich glaube, hier vorne war noch der Anleger. Genau, da hinten ist dieser Anleger. In der ganzen Area habe ich auch schon rumprobiert. Da war es nicht so erfolgreich. Aber hier gerade vor diesem Zweig sieht das eben ganz gut aus. Ja, was man noch testen kann, sind natürlich verschiedene Hakengrößen. Das kann man noch testen. Da werde ich jetzt gleich auch nochmal reingehen. Hakengrößen, Köder teste ich vielleicht auch noch. Und auch nochmal ein bisschen verschieden in den Tiefen werde ich nochmal rumprobieren. Denn das, was ja jetzt hier gerade passiert mit der Match, ist, dass wir ja eigentlich hier sehr flach jetzt nur noch unterwegs sind. Diese 70 cm hat man ja beim Treiben lassen, auswerfen. Jetzt sinkt quasi die Montage runter auf die 70 cm und treibt dann weiter. Wenn wir jetzt hier allerdings stehen in dem Clip, dann sieht das Ganze wirklich mal ganz anders aus. Das heißt, wir treiben dann nicht weiter. Ich nehme mal die gelbe hier wieder raus. Sondern, kriegen wir das hier so ausgeworfen? Sieht man das irgendwie hier auf dem Land? Gucken wir uns mal eben an. Aber ich glaube nicht wirklich, ne? Naja, vielleicht doch. Da haben wir jetzt, wie gesagt, die Köder. Das Ding rollt gerade, ganz nice. Aber das, was hier unten jetzt gerade rumbommelt. Warte mal, ich ziehe das nochmal eben rein. Kriegen wir das? Warte. So. So. Eigentlich sieht es so aus, genau. Jetzt haben wir das. Durch die Strömung geht das bis da vorne rein in diesen Clip. Also das bleibt quasi so in der Strömung. Jetzt gehen wir davon aus, dass die Strömung von da kommt, in die Richtung hier durchzieht. Also treibt jetzt quasi die Pose, so wie sie da jetzt auch liegt, so leicht schräg liegt sie da jetzt rum. Genau. Und der Köder hängt genau so jetzt hier in der Strömung. Also genau so sieht das gerade aus, weil eben der Clip, beziehungsweise der Clip ist nicht interessant, der Schnurclip. Und auch die Köderpräsentationstiefe sozusagen, wenn wir sagen, ja, wir hätten den Köder gerne auf 70 cm präsentiert, ist auch nicht interessant, weil eben die Pose da so drinne hängt in dem Clip. Und ja, dann treibt das Ganze eben so an die Oberfläche. Hoppala, komm mal ran hier. Und dementsprechend ist das dafür halt eigentlich nicht interessant. Die Feststellmontage, das wäre die, die dann in dem Fall vielleicht noch interessanter ist. Aber damit geht das dann halt nicht mit den Wagglern hier. Ne? Und ich hätte ja ganz gerne die entspannte Matchmontage, die ich auch geskillt habe mit den Wagglern, aus Bequemlichkeitsgründen. Aber grundsätzlich könnte man das natürlich auch noch so testen, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt hier vielleicht mal eine Feederroute und mache hier die Feststellmontage rein und habe das dann ja mit der Feststellmontage die Tiefe festgestellt. Die Pose ist quasi fest mit der Länge unten ja quasi verankert und die Pose treibt dann nicht automatisch weiter, beziehungsweise die treibt halt nicht so lange,
wie diese 70 cm. Ist es alles zu verwirrend. Lassen wir das einfach weg. Also, durchaus einfach mal testen, ob das mit der Feststellmontage auch geht auf 70 cm Tiefe. Jetzt hier in diesem flachen Bereich hat es auch schon funktioniert. Einfach mal rumprobieren, rumhantieren. Für alle, die mit den Posen ein bisschen klarkommen, die wissen auch, wie sie damit umgehen können. Ansonsten, wie gesagt, einfach immer testen, testen, testen. Ja, wie gesagt, Morgenstunden, Abendstunden, auch das nochmal wichtig. Die Nacht über ist dann hier wieder Flaute. Da kann man sich vielleicht hier einfach hinstellen. Einfach mal auf einen Don Kaulbarsch testen oder sowas. Ist ja auch durchaus möglich, dass der hier reingeht. Ansonsten wartet man dann eben ab und dann so ab 4 Uhr, 5 Uhr morgens geht es dann wieder los. So, so viel dazu. Gönnt euch den Spot. Sieht wirklich gut aus, das Ganze hier. Kohlemäßig wird das auch passen. Petri Lümmels zieht raus die Brocken. Wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr live auf Twitch und auf YouTube. Petri, bis zum nächsten Mal.